Ja, hi, da bin ich wieder und hier ist mein toller Biogaskocher angekommen, den mir der liebe Heiner Kuhls von Native Power vermacht hat, oder beziehungsweise zur Verfügung gestellt hat. Der ist noch original verpackt und die Folie ist noch drauf. Ich werde ihn gleich mal anschließen und das Ding mal ausprobieren. Sieht ja ganz interessant aus. Und naja, ich muss erstmal gucken, wie es funktioniert. Werde ich weiteres berichten. Ja, hallo. Ich möchte euch hiermit mal die Biogasanlage erklären, was wir bisher erreicht haben. Der Fermenter befindet sich hier hinter dieser Holztür im Heizungsraum und wird von der Abwärme der Heizung mit erwärmt. Das heißt also, dort erreicht der Fermenter eine Temperatur von 37 Grad, sodass die Bakterien im Fermenter auch schön aktiv werden, um Methan zu produzieren. Ich habe hier einen Schlauch, der führt von dem Fermenter hier raus und geht hier hinten in den Gasometer rein. Und hier habe ich den Auslass und das Methan geht dann durch diesen Schlauch in diesen Kocher, in einem Methangaskocher, Biogaskocher genannt. In diesem Behälter befindet sich 0,15 Kubikmeter Methangas. Und wir probieren jetzt anhand eines Tests. Hier habe ich 1 Liter Wasser vorbereitet. Das kommt in diesem Topf und wird hier erhitzt. Das Wasser hat jetzt eine Temperatur von 20,2 Grad und soll jetzt auf 100 Grad erhitzt werden. Das probieren wir jetzt aus. Ich mache jetzt das Ventil auf. So, habe das Gasometer mit 2 Ziegelsteinen beschwert, so damit ein bisschen mehr Druck auf die Leitung kommt und das Gas hier besser ausströmen kann. Ich zünde diesen Kocher jetzt an. Man sieht sofort, die Flamme brennt. Und stelle den Topf hier rauf und kippe das 20 Grad warme Wasser hier rein. Und jetzt können wir hier an dieser Markierung auch beobachten, wie im Prinzip das Gas verbraucht wird. Deckel drauf. Ja. Die Flamme brennt gut und jetzt hänge ich das Thermometer in das Wasser, um zu sehen, wie viel Temperatur hier erreicht wird. Die Temperatur steigt. Und das Gasometer sinkt. Welche Temperatur ist jetzt gekommen? Auf 33 Grad sind wir jetzt. Und 2 Minuten brennt das Ganze. Kann man jetzt eigentlich am Gasometer schon irgendwas Merkliches sehen? Ja, hier sinkt das schon ein bisschen. Ja. Das hängt permanent. Also wie gesagt, Sinn und Zweck ist es eben halt festzustellen, ob diese Füllung an Methangas reicht, um 1 Liter Wasser zu erhitzen. Weil man sieht natürlich in vielen Videos, dass Biogasanlagen gebaut werden, aber einen wirklichen Verbrauchsvergleich hat man nie. Es wird nie dargestellt, um festzustellen, wie viel Gas in Wirklichkeit verbraucht wird. So, wir sind jetzt bei 45 Grad angelangt.
Also die Markierung, die auf dem Gasometer angebracht sind, war Nulllinie im Wasser. Und dann die Markierungen, die da jetzt drauf sind, sind in Zentimetern, also 10 Zentimeter, die jetzt noch zu sehen sind. Dann 20, 30, 40, 50, 60 Zentimeter bis oben hin. Und im Moment ist der Gasometer um einige Zentimeter abgesunken. Das sieht man jetzt, die 10 Zentimeter Marke verschwindet gleich hinter dem metallenen Rand vom Fass. Und wir sind jetzt bei 50,3 Grad angekommen und haben ungefähr eine Erwärmungszeit von 5 Minuten. Kannst du mal bitte auf den Wasserspiegel gucken? Ist jetzt 10 cm schon abgesunken? Nee, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Okay. Also die Nulllinie war hinter dem Metallrand vom unteren Fass am Wasserspiegel markiert und die 10 cm Marke ist jetzt hinter dem Metallrand gesunken, aber noch nicht ganz ins Wasser eingetaucht. So, jetzt haben wir hier die 70 Grad erreicht. Spannende Sache auf jeden Fall. Naja, wir können ja mal sehen, wie weit wir mit dem Gasvorrat, der sich hier gebildet hat, kommen. Ne? Genau. Aber eine Sache muss eben auch klar sein, in dem Moment, wo man eine Biogasanlage in Betrieb nimmt und Methangas erzeugt, muss dieses Methangas auch abgefackelt werden. Denn Methangas gehört zu den Gasen, die Ozonschichtkiller sind. Also wenn Methangas einfach aus der Biogasanlage ohne abgefackelt zu werden entweicht, ist das natürlich der Ozonschichtkiller schlechthin. Also man muss damit sehr verantwortungsvoll umgehen. Wenn man also für den Verbrauch des Methangases, was man in der Biogasanlage erzeugt, keine Verwendung hat, muss man es wenigstens abfackeln und darf es nicht einfach so in die Umwelt entweichen lassen. Also deine Mauersteine obendrauf, die leisten ja einen ganz ordentlichen Dienst. Die drücken ja das Fass ordentlich nach unten. So dass also auch da der ausreichende Druck entsteht, um die Gaskocher mit der Flamme zu versorgen, beziehungsweise mit dem Gasdruck zu versorgen, dass die Flamme gut brennt. Wir haben jetzt 9 Minuten und was für eine Temperatur? Wir haben jetzt 80 Grad erreicht. 80 Grad erreicht. Das Thermometer funktioniert noch. Okay, und die 20 Zentimeter Marke auf dem... Die ist noch nicht erreicht. Gastank verschwindet langsam hinter dem Metallring. Aber wir haben noch 3 cm bis der Wasseroberfläche ungefähr. Okay. Sind wir bei 81 Grad, 82 Grad, die 90 Grad Marke gleich erreicht. Kannst du mal bitte schauen, ob die 20 cm Markierung das Wasser erreicht hat? Ja, gerade drüber. Also Wasser ist jetzt bei der 20 cm Marke. So, und ich muss sagen, das Wasser kocht. Gut, Wasser kocht, dampft auch ordentlich raus. Wir haben jetzt nach meiner Zeitmessung ungefähr 11 Minuten verbraucht und haben nach 11 Minuten kochendes Wasser von dem Methangas und haben von dem markierten Volumen 20 cm verbraucht. Jetzt müssten wir nur noch mal ausrechnen, um wie viel Kubikzentimeter sich das tatsächlich handelt. Und wahrscheinlich können wir jetzt, wenn wir mathematisch gut sind, über die Formel Zeit, verbrauchte Menge, auch den Methangasgehalt errechnen. Denn die Methangasgehalte können ja ganz erheblich abweichen, je nachdem, was man für ein Substrat verwendet hat. Also jedenfalls denke ich, haben wir jetzt den Beweis erstmal erbracht, mit wie viel Volumen wir 1 Liter Wasser zum Kochen gebracht haben. Jetzt könnten wir natürlich spaßeshalber die Menge von Gas komplett verbrauchen und lassen das ganze System jetzt hier mal vor sich hin arbeiten und können ja einfach nur noch mal die Zeit beobachten, bis der Rest vom Gasvolumen verbraucht ist. Vielleicht machen wir da noch mal einen Cut im Film, dass wir niemanden damit langweilen, aber mich würde schon interessieren, wie lange wir jetzt brauchen, um die gesamte Volumenmenge, die in dem Behälter gewesen ist, abzufackeln.
92,1 Grad haben wir jetzt. Und Wasser kocht. Steigend. Dann gucken wir mal zur Beweisaufnahme in den Topf, dass das Wasser auch kocht und ordentlich dampft. Und dann kannst du noch mal kurz die Flamme zeigen. Jetzt hier auch noch mal auf unseren Behälter, der nach und nach absinkt. Und dann gehe ich noch mal in die Knie, um die Flamme zu zeigen. Ja, ist ganz schön zu erkennen. Und es brodelt hier ordentlich vor sich hin. Also das Thermometer steht jetzt die ganze Zeit über, wo wir kochen, auf 93,1 Grad. Und der Verbrauch des Gases zeigt sich am Gasometer durch die Zentimetereinteilung, die jetzt im Wasser versinkt. Also wir haben jetzt 20 Minuten lang Kochzeit und können dann ja nochmal schauen, wie lange wir brauchen, um das Methangas aus dem Gasometer komplett zu verbrauchen. So. Flamme immer noch auf Vollgas, Temperatur 92,6 und die 50 cm Marke verschwindet gleich im Wasser und die Kochzeit, die wir jetzt haben, sind 25 Minuten. Also gucken wir gleich noch mal nach, wie sich das in weiter verhält. So, es ist jetzt eine Zeit von 30 Minuten verstrichen. Was sich jetzt hier im Moment gerade ereignet hat, ist, dass der Gasdruck nachgelassen hat, weil vom Gasometer die innere Tonne aufgesetzt hat. Also die drückt nicht weiter das Gas in den Schlauch hinein. Also die Markierung, die wir da angebracht haben von 60 cm, versinkt nicht ganz im Wasser. Das liegt daran, weil da unten auch Backsteine drin liegen. Also unten in der Tonne befinden sich Backsteine, sodass also die Höhe von dem Gasometer begrenzt ist, die die Tonne absinken kann. Das sieht jetzt so aus, als ob wir hier noch gerade die 50 cm im Wasser, also die 50 cm Markierung im Wasser ist, sodass wir also praktisch hier noch ungefähr 15 cm Restvolumen im Tank haben. Also 30 Minuten Kochzeit mit dem, was wir da jetzt aus der Tonne rausbekommen haben. Temperatur war bis zum Schluss zwischen 91 und 92 Grad hatte sich das eingependelt. Also das Wasser hat bis zum letzten Moment gekocht. Hier sieht man noch die Dampfentwicklung und der Kochvorgang als solcher hat soeben aufgehört. Und damit haben wir ein sehr gelungenes Experiment und freuen uns, dass wir das per Video festgehalten haben und mit euch teilen können. Vielen Dank und ja, vielen Ralf, Dank euch. Vielen Dank auch für deine ganze Vorbereitung. Ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall.